als Coach zum Millionär. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast mit Katharina und Chris von der Fortune Family. Ja, heute geht es um ein spannendes Thema, was ja eigentlich jeden irgendwann mal, was sich jeder irgendwann mal gefragt hat, gerade wenn du startest. Und das ist das Thema, wie fange ich an, wenn ich noch gar kein Programm habe? Ja, also wenn ich nichts habe, was ich anbieten kann, ja? Wie fange ich da mit meinem Coaching-Business an? Wie fange ich damit an, dann Online-Kunden zu bekommen? Ja, alle verkaufen ein Programm. Ich habe jetzt schon gehört, dass ein Programm super wichtig ist, weil ein Programm ist einfach wertiger. Man kann mehr Geld verlangen, aber ich habe halt noch keins, ja? Ja, lass uns doch jetzt mal die Vorteile von einem Programm besprechen. Ja. Und zwar, warum macht ein Programm viel mehr Sinn wie Einzelcoachings zum Beispiel? Das Erste, was ein Programm auf jeden Fall mitbringt, ist die Zielsetzung. Und die Zielsetzung ist so wichtig, dass du A, Klienten anziehst, die dieses Ziel auch erreichen wollen, und B, ihr seid alle zusammen auf ein Ziel unterwegs und das beschleunigt die Ergebnisse. Ja, also Zielsetzung, gerade im Online-Marketing. Wenn du jetzt einfach nur sagst, du bist ein Coach und du hast eine tolle Methode, dann ist die Zielsetzung nicht gegeben. Und dann wirst du einfach in der Masse der Coaches, die da draußen sind, untergehen. Nur ein Coach, der sich für eine Zielsetzung spezialisiert, der erreicht auch wirklich die Menschen. Ja? Und ein Programm hat halt immer eine Zielsetzung. Ja? Ja, und du kannst natürlich mit den Menschen im Programm, die sich vielleicht für, weiß ich nicht, 4 Wochen, 8 Wochen, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr committed haben, um das Ziel zu erreichen, du kannst mit diesen Menschen viel tiefer und viel ganzheitlicher arbeiten, um sie auf dem Weg zu dem Ziel zu begleiten. Zweiter Vorteil. Dritter Vorteil ist, die Teilnehmer des Programms pushen sich selber. Ja, also wenn du jetzt ein Programm hast, was könnte man mal nehmen? Schreikinder zu ruhigen Kindern. Schreikinder zu ruhigen Kindern zu bringen zum Beispiel. Dann ist es eigentlich unser Lieblingsthema, das nehmen wir jedes Mal, by the way. Aber jetzt machst du ein Einzelcoaching und da ist jemand, es liegt ja immer an, also die Mama, was heißt liegt an der Mama, es liegt nicht an der Mama, aber die Mama darf ja etwas verändern, ja? Und dann verändert sie etwas und das Kind schreit immer noch durch, ja? Und irgendwann kommt die Mama im Einzelcoaching in so eine Verzweiflung. Vielleicht kennst du das sogar auch aus deinem Praxisalltag. Irgendwann glaubt sie nicht mehr so richtig dran, dass sie es schaffen kann. Das ist was ganz anderes, wenn du in einer Gruppe bist. Diese Mama ist in einer Gruppe mit 10 anderen Mamas und da sind 2, die es schon geschafft haben, dass das Kind kaum noch schreit, ja? Und wenn die dann sieht, dass andere Mamas es auch schaffen, das ist total inspirierend für diese Mama. Wenn diese Mamas, die es geschafft haben, dann zu ihr auch noch sprechen, du, wo du jetzt gerade drin steckst, das hatte ich auch 4 Wochen lang und ich kam irgendwie nicht weiter, aber ich bin am Ball geblieben und jetzt habe ich es erreicht, ist das total inspirierend. Die Kunden coachen sich selber. Natürlich musst du immer noch was tun, aber sie helfen dir. Du hast ganz viele Kunden dabei, die dir einfach dabei helfen. Und deswegen ist ein Programm auch so geil. Der nächste Vorteil vom Programm ist immer, also ein Programm, wie wir es verstehen, besteht immer aus einem Akademieteil, wo Online-Kurse sind, ja, wo die Leute studieren können. Und es besteht immer aus Gruppencalls. Und manchmal kannst du auch noch Einzelcalls dazu nehmen. Machen wir eigentlich seltener, nicht in allen Programmen mehr, weil die Gruppencalls viel effizienter sind. Aber wenn die Leute sich selber schon etwas anlesen können, dann brauchst du sie in diesen Gruppencalls nicht mit irgendwas zuzutexten, ja? Also dann ist das nicht so ein Vortrag wie bei der Uni, sondern diesen Akademieteil, ja? Also den Vortrag, den können sie sich vorher ganz easy in einem Online-Kurs anschauen. Sie können den zurückspulen, sie können den gucken, wann immer sie Zeit haben. Sie können das 2-mal, 3-mal, 4-mal gucken. Du musst dich nicht jedes Mal wiederholen. Also die Leute, die dann in deinen Call kommen, die sind viel stärker schon vorbereitet. Und es geht viel mehr um den Feinschliff dann zu machen. Es geht viel mehr darum, sie dann zu begleiten, während sie das, was sie gelernt haben, umzusetzen.
Das ist viel, viel stärker für den Kunden, viel stärker für die Ergebnisse, als wie wenn du so einen Call machst, wo du dann einfach nur einen Vortrag hältst und die hören das einmal und dann nächste Woche hältst du den nächsten Vortrag. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie das, was du eigentlich vortragen willst, dass sie das automatisch sich anschauen können und dann nur, wenn sie nochmal Fragen haben, ja, wenn sie irgendwas, ich habe das verstanden, aber mir läuft das ein bisschen anders da, dann kannst du sie im Call wieder ausrichten. Ja, und die Calls, also diese Gruppencalls, wo du wirklich dann auch einzelne Leute coachen kannst. Du hast ja dann die Gelegenheit, innerhalb einer Gruppe einzeln zu coachen. Wir haben zum Beispiel ein Programm, die Divine Mind Creation. Momentan sind da um die 130 Menschen und diese Calls sind so genial, weil wenn einer gecoacht ist, haben mindestens 50 andere dasselbe Thema. Also du arbeitest mit deinem Menschen und du kannst es dein Wirken gleichzeitig multiplizieren, so dass jeder, der in der Gruppe drin ist, der bei diesem Call dabei ist, automatisch, du musst nicht mal mit dem sprechen, aber der arbeitet automatisch mit. So hast du mit einem Aufwasch vielleicht gleich 50 Leute mit in die Transformation genommen und das spart dir Zeit, das, wie gesagt, verstärkt die Ergebnisse, es macht schneller und die Stimmung in einer Gruppe ist einfach nur genial, wenn die nicht nur dich haben, sondern die Gruppe haben und die sich gegenseitig unterstützen. Also das sind so die Vorteile, warum du ein Programm unbedingt machen solltest und man ist der Startpunkt sofort. Sofort. Und jetzt könntest du dich vielleicht sowas fragen wie Gruppencoaching, 130 Leute, wenn du sowas hörst. Du musst nicht mit 130 Leuten anfangen, du fängst mit 5 oder 10 an, das haben wir damals auch gemacht. Und wenn du dir unsicher bist, wie soll das dann gehen, so ein Live-Coaching überhaupt in den Live-Calls, was mache ich da? Ich weiß gar nicht, was für Fragen da kommen, wie gehe ich damit um? Dann haben wir jetzt ein Angebot für dich, denn du kannst es bei uns lernen. Wir können dir zeigen, weil wir einfach die Erfahrung haben, seit 6 Jahren machen wir Gruppencoaching-Calls. Wir richten seit 6 Jahren unsere Teilnehmer in spezifische Ergebnisse, ja. Also wir sind nicht irgendwelche Coaches und das funktioniert auch nicht online, die so sagen, oh, ich habe jetzt 5 Ausbildungen gemacht und lieber Kunde, was möchtest du heute mal reden? Über deine Mama oder über deinen Papa oder über deine Großeltern oder über das, was dir in der Schule passiert ist? Nein, wir bringen die Leute in spezifische Ergebnisse und dann kann es sein, dass manchmal die Mama da im Weg steht, ja, oder das Erlebnis aus der Schule oder wer auch immer. Und dann arbeiten wir da rein. Aber wie wir das machen, wir machen das dann auch noch für 100 Leuten. Ja? Das ist etwas, was du lernen kannst. Wenn du das lernen möchtest, dann buch dir ein Gespräch. Sprich mit uns. Ja? Wir können genau sagen, du hast bestimmt schon Coaching-Ausbildungen gemacht. Ja, was du dafür nutzen kannst. Vielleicht hast du auch noch gar keine Coaching-Ausbildung gemacht. Dann rede auch mit uns. Dann können wir dir auch eine Empfehlung geben, was jetzt zu tun ist für dich. Ja, es gibt hier einen Link. Genau, den Link findest du in der Beschreibung um das Video rum. Oder wenn du jetzt bei Podcast, Spotify oder wo auch immer uns da zuhörst, es gibt auf jeden Fall einen Link in der Beschreibung, wo du dir solch ein Geschenk ist es auf jeden Fall, ein Gespräch buchen kannst. Ja, also klick da drauf. Und ja, geh einfach voran. Vergiss nie, wenn du wirklich in der Lage bist, ein Programm auszuführen, wenn du dir das zutraust, wenn du das kannst, das ist eine Gelddruckmaschine für dein Business. Genau. Ja, das ist so wertig. Ne? Und wir sind sofort, also wir haben nie Einzelcoachings angeboten, wir sind sofort mit einer Gruppe gestartet. Und jetzt nochmal zur Frage, wie fängt man denn an, wenn man noch gar kein Programm hat? Ja, man fängt einfach dieses Programm zu verkaufen. Das ist der Trick an der Sache. Ja. Wir kennen so viele, die zu uns kommen und gestalten schon diese Programme seit einem Jahr und drehen irgendwelche Videos ab für die Programme und schaffen es am Ende nicht, das Programm an den Mann zu bringen. Also ja, vielleicht fangen wir da nochmal ganz von vorne an. Ne? Also was brauchst du, um dein Programm zu verkaufen? Brauchst du ein fertiggestelltes Programm, ist die Frage. Ja. Nein. Ja? Brauchst du einen Namen des Programms? Ja. Brauchst du die Transformationsschritte, die dein Kunde machen wird in dem Programm? Ja. Ja. Brauchst du die Features, drittens, die du machen wirst? Live-Calls, Einzel-Calls, Online-Kurs? Ja. Ja. Das ist das, was du brauchst. Wie bekommst du es dann verkauft, obwohl du es noch gar nicht wirklich erstellt hast? Das ist jetzt ja auch mal richtig spannend. Ne? Und ich glaube,
Also nee, das können wir, das sagen wir hier, wir können noch ein zweites Video drehen, aber das sagen wir jetzt hier. Also es ist ganz einfach, wir fangen erstmal an, du fängst erstmal an, dich zu positionieren. Eine Positionierung beinhaltet immer, für wen, für welche Menschengruppe möchte ich das machen? Möchte ich Mutter, die ihr erstgeborenes Kind haben, Mütter, die ihr erstgeborenes Kind haben? Möchte ich was für Männer zwischen 30 und 40 machen? Ja, das ist ein Teil der Positionierung. Das zweite ist, welches Problem haben diese Männer zwischen 30 und 40, diese alleinerziehenden Mütter nach dem ersten Kind oder wer auch immer, welches spezifische Problem haben die, wofür du eine Lösung anbieten willst? Diese Dinge brauchst du, dann bist du positioniert. Wenn du positioniert bist, dann gehst du damit raus und wirst sichtbar. Da hast du immer noch kein Programm. Du hast immer noch keine Lösung. Du willst dafür eine Lösung anbieten, aber du hast sie jetzt noch nicht. Du gehst raus und sammelst betroffene Menschen, die zu dieser Menschengruppe gehören, die dieses spezifische Problem haben, wofür du später eine Lösung finden möchtest, die sammelst du. Und am besten ist das in der Facebook-Gruppe, ja? Und in der Facebook-Gruppe gehst du mit diesen Menschen in Interaktion, guckst dir an, wo der Schuh genau drückt, wo deren bewusstes Problem ist, wo deren bewusste Herausforderungen sind, also warum sie das Problem noch nicht gelöst haben, was sie glauben, warum sie es noch nicht gelöst haben. Und wenn du mit diesen Informationen, für viele wird sich das voll spooky anhören, aber es ist so einfach. Ja. Aus diesen Informationen machst du dein Programm. Und es geht hier nicht um das Ausführen des Programms, ja? Es geht darum, um das Programm zu verkaufen. Und wie du das ausführst, ich glaube, da würde ich gerne noch eine nächste Serie machen, wo wir ein bisschen was zu erzählen, was du eigentlich lernst auch bei uns, wenn du bei uns zum Beispiel in die Coaching-Ausbildung oder in die Mentoring-Ausbildung gehst, ja, wo wir wirklich zeigen, wie bringe ich den Leute in ein spezifisches Ergebnis, wie coache ich den Leute in der Gruppe in ein spezifisches Ergebnis, was ist da alles zu bedenken, das machen wir eine extra Dings, weil das ein bisschen umfangreicher ist. Ja? Genau, und wenn du dein Programm verkauft hast und den ersten Kunden hast, dann kannst du anfangen zu entwickeln. Du entwickelst an dem Kunden und mit dem Kunden und so hast du am Ende, und das Programm darf sich entwickeln. Also unsere Programme entwickeln sich von Monat zu Monat. Werden immer besser. Immer. Ja. Wir gucken immer, was es nicht mehr braucht, was ist vielleicht gar nicht mehr up to date. Haben wir noch irgendwelche Erkenntnisse, die unseren Kunden schneller an ihr Ziel bringen? Das Programm wandelt sich und das darfst du dir erlauben. Und von daher ist es der beste Weg, das Programm mit existierenden, zahlenden Kunden zu entwickeln. Denn dann weißt du ganz genau, welcher Schritt nach welchem Schritt gegangen werden muss, damit das zu einem Erfolg wird, damit die Zusammenarbeit mit dir fruchtet. Ganz genau. Das ist der beste Weg, nicht nur für uns Coaches, sondern für die ganze Industrie da draußen, ja? Immer mit den Kunden zusammen. Das ist leanes Marketing, ja. Schau dir die nächste Folge an und wir werden noch ein bisschen tiefer reingehen, wie du das denn dann wirklich, wenn du es verkauft hast. Ja, weil die größte Angst ist ja, ich verkaufe jetzt was und weiß dann gar nicht, ich stehe dann da und habe dann vielleicht 10-mal verkauft, habe 50.000 Euro eingenommen und die erwarten irgendwas und ich weiß gar nicht, wie ich es liefern soll. Das zeigen wir dir in der nächsten Folge. Stay tuned. Bis gleich. Dann. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte uns mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Denn sharing is caring. Ja, wir freuen uns riesig, dich auch wieder in unserer nächsten Folge zu begrüßen. Wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne.